Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Assassin's Creed. Dem ersten Teil mit mir Dragonios. Und ich sehe, wir haben ja eigentlich nur noch zwei Aufgaben hier zu lösen. Das ist einmal die Beschissene, wo ich in der letzten Folge so schön ausgerastet bin. Und wahrscheinlich heute wieder ausrasten werde. Oder, und dann noch eine. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Komm, komm. Ey, ohne Witz, das finde ich voll dämlich. So. Dann hätten wir das schon mal. Den hätten wir auch. Als weiteres gehe ich jetzt hierher. Warum würde jemand so etwas tun? Meine Familie ist. Geht schnell! Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Wo sieht er mich jetzt noch? Okay, sieht mich nicht mehr. Dann. Nein, komm, komm. Nein! Oh! Oh, ohne Witz. Wow, wo kommen die jetzt her? Okay, na gut, dann machen wir zuerst was anderes. Und zwar muss hier auch einer sein. Da, da ist es, okay. Ich brauche ihn nur mal im Target. Oh Mann, ja, warum macht er das? Ja, super, jetzt werden wir wieder Messer suchen. Na gut, egal. Ich muss es einfach ganz gechillt angehen. Ich sehe leider nicht alle Wachen. Das wäre irgendwie viel praktischer, wenn auf dem Radar alle Wachen angezeigt worden wären bei solchen Missionen. So. Haben wir irgendwo. Nein. Ah ja, hier haben wir was. Komm her. Ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. So. Dankeschön. Perfekt. So. Ganz normal wieder. Der erste Schritt ist eigentlich schon echt gut. Zack, einer weniger. So, der hier. Alter, ihr. So. Der zweite ist auch weg. Dann versuche ich jetzt einfach mal hier ganz fix durchzukommen. Hopp. 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 Und schnell weg. Ja, ich weiß. Ich gehe ja. Ich gehe. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Nee. Das ist ja nicht. Das müsste es sein. Oder? Ist er das? Welcher ist er? Ich sehe ihn nicht.
Rolle Muck. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Das muss... Wo ist er? Das hier? Nee. Never. Wo haben wir das Opfer? Wo haben wir mein Opfer? Das müsste direkt unter mir sein. Oh, scheiße, das kotzt mich schon wieder an. Das ist aber nur der Dicke. Jetzt komm, den hier. Ne? Bin ich erwischt? Oh, geil, ey. Da ist er gewesen. Wo seid ihr hin? Komm, Alter, ihr. Och, nee. Perfekt. Stark gemacht, Alter, ihr. Starker Wurf. Okay, so. Runter. Oh Gott. So, runter. Einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt noch hier einen. Eieiei. So. Schnell, weg. Okay. Los. Yes! Schnell und an einem Stück wiederzusehen. Aber bevor ich aufbreche, habe ich dies für euch. Ich fand eine Karte mit den Orten, wo die Gelehrten planen, Bücher und andere Wissensquellen zu verbrennen. Bitte wachsam. Möge das Schicksal uns bald wieder zusammenführen. Ich sende meiner Familie eure Grüße. Halleluja! So. Jetzt hoffentlich. Ich hab dich angerempelt und sie sagt, du hast mich was umgebracht. Meine Güte. Ich habe, glaube ich, echt die schwerste Mission in ganz Assassin's Creed bis jetzt geschafft. Und ich muss sagen, die Mission mit den Messern ist eigentlich ganz okay. War jetzt nicht so schwer wie das letzte Mal. So, jetzt nehmen wir mal die Flagge endlich mit, wenn ich das dritte Mal dran vorbeilaufe. Und hier muss auch irgendwo was zum... Oh ja, okay. Kletter, mein Freund! Du kleines Kletterassassinchen! Wie hoch ist er? Ja, doch, da muss ich noch weiter hoch. Zack. Und da oben ist auch schon... War es ein Adler oder ein Falke? Ich glaube, ein Adler war es, oder? So, nach oben. Und ab. Wunderschön. Ein Aussichtspunkt mehr, den wir abhaken können. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt schon? 4, oder? Ja, genau, 4. Perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir das. Dann hier die Aussichtspunkt. Und dann arbeiten wir uns nach rechts. Au. Runter. Wow, das ist überhaupt nicht auffällig, was ich jetzt vorhab. Hallo. Zack. Und weg mit dir. Und auch weg mit dir. Du solltest auch relativ schnell sterben. Meine Güte! Finger weg! Das will ich gar nicht. Au. I'll be watching you.
Wer es nicht gerade gesehen hat, spult nochmal kurz zurück. Der Typ hat das I'll Watching You gemacht. So, geh. Au, jetzt ohne Witz. Finger weg. Du stirbst. So. Ich danke. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Oh, ich hasse diesen Schlag. Diesen langsamen Schlag. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Und du solltest auch gleich dran glauben. Wunderbar. Und du stirbst auch. Und du stirbst ebenfalls. Ah, ist das nicht schön. So, Aussichtspunkt. Haben jetzt noch 9 Minuten Zeit. Das passt eigentlich ganz gut. Was tut dieser Narr denn? Was bringt ihn dazu, das zu tun? Ja, was bringt ihn dann dazu, das zu tun? Zack. Komm ich da rüber? Ne, aber von da aus komme ich rüber. Boah, wer versteht denn den Schrott? Redet Deutsch, nicht Türkisch. Sage ich in der Stadt auch immer. So. Hopp. 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 Oh. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Ach, vielleicht sollte ich ihn anvisieren. Und dann töten. Perfekt. Ja, ich kann ihn hier schon synchronisieren. Oh. Herrlich. Oh, ich habe schon synchronisiert. So, dann hat man Informanten-Herausforderung. Ach, wunderbar. Das ist... Ich glaube, das ist der gleiche Scheiß, nur mit Bogenschützen. Hey! Finde ich ja geil. Ich hole mir mal gleich Messer. So. Kann ich da nochmal? Ne, kann ich nicht. Aber dich kann ich bestehlen. Zack. Wunderbar. Machen wir die Informantenmission. Da muss ich hoch. Definitiv muss ich da hoch. Wenn ich natürlich... Ah, schön. War jetzt nicht unbedingt geplant so, aber... Beziehungsweise es wäre schon geplant. Ich habe noch nicht gewusst, dass Altair das kann. Altair, euer Name ist in aller Munde. Und inzwischen spricht man sogar gut von euch. Wenn ihr euch wahrlich so geändert habt, wärt ihr dann bereit, mir einen Gefallen zu tun? Jubair hat einige Händler angeheuert, um die Bürger auszuspionieren. Sie bekommen Gold, wenn sie ihm Namen nennen. Ihr tätet der Stadt einen großen Gefallen, wenn ihr diese Händler finden und ihre Stände zerstören würdet. Ah! Stand zerstören! Juhu! Cool! Das mag ich, die ist geil. Komm, spring einfach runter. Hopp. So. Zack. So, greifen. Und hier rein. Nummer 1 zerstört. Weg mit dir. So, weg mit dir. So, da ist noch ein Stand. Au, au. Und hier rein. Perfekt.
Jetzt muss ich es nur noch schaffen, euch schnell genug zu töten. Finger weg! Zack! Oh, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Wieso ist denn noch am Leben? Ich habe nicht mehr draufschlagen können. So. Du stirbst jetzt auch am blödsten. Und... Au. So, jetzt aber. Wunderbar. Schnell wieder hoch. Komm, Alter, hier, beeil dich. Hast noch eine Minute Zeit. Ein bisschen klettern. Aber das passt. Die war cool. Ich mochte es Stände. Ich mochte schon immer Stände zerstören. Hallo. Ihr habt heute eine gute Tat getan, Altair. Im Austausch dafür teile ich mein Wissen mit euch. Euer Ziel ist vermutlich ähnlich gekleidet wie seine Anhänger, aber ich weiß, woran ihr ihn erkennt. Er trägt gern goldene Roben und hat immer einen großen Beutel bei sich. Findet ihn, Bruder. Lasst ihn bezahlen. Jawollingen. Machen wir doch glatt. So, Bürger retten. Naja, jetzt bleibt eigentlich nur noch Bürger retten über. Ich werde jetzt noch die restlichen, ja, wir haben jetzt noch 4 Minuten ungefähr, werde ich noch Bürgerrettungsmissionen... Oh, ihr habt dich schon gerettet. Cool. Das ist ja geil. Gut. Das ist lustig. Ich werde jetzt noch den Rest Bürger retten und Aussichtspunkte. Ja, wobei, eigentlich passt es schon so. Was machen wir einfach ganz normal weiter. Sonst hätte ich das Offscreen gemacht, aber es sind nur noch 4 Bürger und 2 Aussichtspunkte, glaube ich, waren es. Von daher... Hallo! Finger weg. Oh, das sind wieder viele. Bitchslap! Und zack! Und zack! Komm her! Noch einer weniger. Und der letzte Mohikaner! Wunderbar. So, dürftest du mal bitte auch laufen, alte Ehe. So, der nächste Aussichtspunkt ist schon ausgesucht. Das versuchen wir einfach mal schnell zu machen. Hallo. Hopp. Und jetzt ganz schnell, mein Freund. Ganz schnell. Schneller! Okay. Alter, wie viel kennen die? So. Vorletzter Aussichtspunkt, soweit ich jetzt weiß, oder? Ja. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten an Bürger retten. Da werden wir dann den Rest morgen noch machen. Und dann natürlich auch die finale Mission. Wahnsinn, wir sind schon relativ gut in der Zeit. Lang wird es nicht mehr dauern. Wer ein bisschen, ich sage jetzt mal, mitdenken kann, wird noch wissen, dass wir nach Jerusalem auch nochmal müssen. Und dort spitzt sich dann langsam das Finale zu. Alter, fummelt's doch die arme Frau nicht so an. Zack. Schwächling. So, und nochmal und nochmal und... Au, okay. Au! Komm her! Und du stirbst auch. Wunderbar! Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen.
Ja, das kannst du schon machen, wenn du magst. Ja, als nächstes diesen Bürger retten. Wo muss ich laufen? Da muss ich laufen. Au. Ah, verdammt. Wieso flüchtet sie? Ach komm, jetzt ist sie echt geflohen. Auf, auf, auf. Okay, perfekt. Oh. Wir sind hier fertig. Er ist weg. Runter. Ach, scheiße, ja. Wir sind schon über der Zeit, merke ich gerade. Ist mir jetzt egal. Das mache ich jetzt nochmal. Was habe ich Böses getan? So, einer schon mal weg. Ups, sorry. Finger weg. Das hat so böse weh getan. Wenn du so einen Rückhand von Alter ihr ins Gesicht kriegst. Na komm. Na komm her. Na, da komm ich halt. So, Nummer 1 weg. Und der Nummer 2 weg. Und, weil es so schön war, der dritte müsste auch gleich weg sein. Oder auch nicht, jetzt ist er weg. So. Perfekt, okay. Na. Wisst ihr was, das machen wir jetzt auch noch schnell. Ich gehe am blödsten hier hoch. Schmeiß mich erstmal wieder hier in den Busch ran. Und warte ab. Ganz gemütlich. Ich gebe auf. Er ist weg. Hier bin ich übrigens. Halt, ihr dürft hier nicht passieren. Ach nö, leck mich. Geht schnell. Ja, ich geh doch schon. Ich kletter nach oben. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich bewege mich die ganze Zeit. Warum? Darf man eigentlich nicht auf den Dächern rumlaufen? Und sich voll dumm. Naja, egal. So. Einmal Bürger retten noch. Und dann geht es rund. Na, hab ich ne Hagne. Juhu. Wahoo. Brüllimdüm. Brüllimdüm. Yay, hallo. Ich will Action haben. So. Das ist schon mal der erste Action. Und das sind keine Special Effects. Keine Stuntmen, keine Special Effects. Alles echte Schauspieler. Und echtes Blut. Zack. Au. Zack, perfektes Ausweichen, ne. Hopp, hopp. Ja, ist okay. Wunderbar, ich liebe es, wenn sie mich anreden. So, dürfte ich mal bitte ein bisschen Platz haben? Okay, wunderbar. So. Ja, okay.
Bereue deine Sünden. Au! Hat das, diesen kurzen Stück waren jetzt drei Wachensperren. Hammer, da ist schon wieder die nächste. So, aus dem Weg. Wow. Okay, wie auch immer ich das geschafft habe. Halleluja. Okay, perfekt. So, ich werde mich jetzt... Ja, komm. Jetzt haben wir... Auf die eine Minute kommt jetzt auch nicht drauf an. Noch zum Büro zum Laufen. Dort werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Und... Hätten wir... Lass mich kurz rechnen. 8 von 9, also wenn wir den heute, also wenn wir den nur morgen töten, haben wir 8 von 9 wichtigen Männern, die wir auf jeden Fall erledigen müssen. Und, oh, wunderbar. Auch wenn, ich sage jetzt mal so, das Spiel ist eigentlich nicht schlecht. Also es hat ein paar Aufreger drin, definitiv. Aber im Großen und Ganzen finde ich es super. Ich bin auch immer noch ein riesiger Assassin's Creed Fan. Und ich merke, meine Stimme hört gerade ein bisschen auf zu arbeiten. Wunderbar. Ja, deswegen rede ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen weniger. Au. So, jetzt müsste es wieder besser sein. Ganz kurz husten, dann geht's wieder. Ja, ich bin trotzdem ein riesiger Assassin's Creed-Fan. Und ich bin... Wow, ich bin jetzt beinahe reingegangen, das wollte ich eigentlich noch nicht. Und es ist trotzdem schade, dass es bald zu Ende ist, aber ich freue mich auch aufs Ende. Muss ich auch sagen. Also es ist so ein bisschen zweigeteilt, das Spiel. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.